Guten Tag, liebe Leser und Leserinnen des US Options Traders. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video-Update. Heute haben wir Freitag, den 28.09. und mein Name ist Claudia Jankewitz. Ich bin die Chefredakteurin des US Options Traders. Ja, welch eine Woche haben wir hinter uns. Montag, Dienstag, auch den Mittwoch noch hatten wir sinkende Kurse. Gestern am Donnerstag hatten wir wieder steigende Kurse. Schauen wir uns das Ganze doch einfach mal im großen Überblick an. Hier der Dow Jones im 10-Jahres-Übersicht, Monatschart. Hier sehen Sie, seit 2009 haben wir hier einen wunderbaren Aufwärtstrend und das Allzeithoch beim Dow Jones aus dem Jahr 2007 liegt bei ca. 14.160 Punkten. Da sind wir gar nicht mehr so weit von entfernt, wenn wir uns das Ganze mal ansehen. Wir haben derzeit beim Dow Jones einen Punktestand von 13.485 Punkten und hier seit 2009 also eine wunderbare Aufwärtsbewegung, die sich zwar abschwächte, dann auch im Jahr 2011 und 2012 jetzt nicht mehr so kräftig, wie wir es noch im Jahr 2009 oder auch 2010 hatten. Aber wir sind auf dem aufsteigenden Ast. Wie sieht das Ganze denn im Tageschart aus? Tageschart hier schwarz eingezeichnet noch dieser primäre Aufwärtstrend. Hier ein mittelfristiger Trend, der sich herausgebildet hat seit Juni, in dem sich der Dow Jones bewegt, hatte hier oben die obere Begrenzung Anfang bis Mitte September getestet. Und seitdem, ja, wir hatten eine Seitwärtsbewegung und jetzt Anfang der Woche eine starke Korrektur, jedoch gestern wieder ging es nach oben. Rein von den Fibonacci-Zahlen her sehen Sie, ich habe hier diese Bewegung von dem Tief im Juni bis rauf hier in den August als 100% genommen. Hier haben wir dann die erste Extension bei 126,8%. Das waren diese 13,680 Punkten, die wir erreicht haben, seitdem korrigierte. Hier der Dow Jones wieder kam fast zurück auf die 100% Punkte und in dieser Range bewegt sich der Dow Jones nun mittlerweile seit 3 Wochen. Ja, das sind hier 1, 2, 3 Wochen. Wir hatten einen sehr starken Abverkauf gehabt hier am 21. Das war letzte Woche Freitag. Und letzte Woche Freitag, wenn Sie sich erinnern, hatten wir diesen großen Verfallstag bei den Termingeschäften, den sogenannten Hexensabbat. Hier verfallen sämtliche Termingeschäfte auf Futures, auf Optionen. Hier ist ein großer Abverkauf gewesen. Das ist ganz normal bei einem Hexensabbat. Diese Preiskorrektur wirkt sich oft auch noch bis in nächste Woche hinein. Das war genau das, was wir gesehen hatten. Und nun geht es wieder nach oben. Sicherlich waren auch Gewinnmitnahmen der Investoren mit ein Grund, warum es in den letzten Tagen nach oben, nach unten ging. Mit ein Grund könnte auch sein, dass einfach Anschlusskäufe erstmal gefehlt haben. Aber ich denke, dass hier die Investoren ganz einfach taktisch gehandelt haben, die Korrektur abgewartet haben und nun wieder erneut einsteigen. Sie sehen, der Dow Jones hat nicht ganz hier die 22-Tages-Linie hier blau eingezeichnet, nicht ganz erreicht. Ich gehe dennoch davon aus, dass er die auch nicht komplett testen wird, sondern dass es jetzt hier weiter nach oben geht. Was sagt uns das Volumen? Hier noch unterdurchschnittlich von gestern. Auf Tagesbasis der MACD ist hier noch im Verkaufssignal. Dadurch, dass wir uns aber seit Juni in einem Aufwärtstrend bewegen, beachte ich hier dieses Verkaufssignal nicht. Wichtig ist für uns natürlich, dass wir auch wieder nach oben kreuzen beim MACD, um einen
nachhaltigen Aufwärtstrend auch hier zu haben. Stochastik sehen Sie, sie war ganz einfach hier in den letzten Wochen im überhitzten Bereich durch diese unwahrscheinlich schnelle Kursanstiege, die wir gesehen hatten, kurz nach der Verkündigung von von der Geldpolitik von EZB und von der Federal Reserve. Das musste ganz einfach hier abgebaut werden. Hier sehen wir noch keine Bodenbildung, beziehungsweise dass es dreht. Ja, hier möchte ich ganz einfach sehen, dass es hier nach oben dreht, um zu sagen, hier werden wir auch jetzt erstmal für die nächsten paar Tage steigende Kurse sehen. Das heißt jetzt, es kann hier noch ein bisschen in diesem Bereich hin und her zappeln, um die 13.400, 13.500 Punkte. Von da aus rechne ich aber damit, dass wir weiter nach oben gehen, hier an den oberen Trendkanal auch wieder ranstoßen und hier sehr schnell die 13.900 Punkte, also 13.800 bzw. 13.900 Punkte sehen werden. S&P 500 sieht ähnlich aus. Ich habe Ihnen das Ganze auch im 10-Jahres-Übersicht-Monatschart, wenn Sie einmal sehen, hier das Gleiche. Wir haben Allzeithoch aus dem Jahr 2007 bei 1560 Punkten. Derzeit stehen wir bei 1447 Punkten. Wir sind also auch hier vom Allzeithoch nicht mehr weit entfernt. Hier dieses Swinghoch aus dem Jahr 2008 haben wir inzwischen erreicht und sogar schon übertroffen. Da sind wir drüber hinweg. Sodass ich jetzt hier auf Tagesbasis Ihnen das gerne einmal zeigen möchte. Hier auch diesen mittelfristigen Aufwärtstrendkanal seit dem Juni. Und wenn wir nun auch hier sehen wir, unten wurde unsere Trendkanalbegrenzung getestet. Von hier aus gehe ich auch davon aus, dass es wieder nach oben geht. Hier Stochastik kam auch nach unten. Hier rechne ich damit, dass es sehr bald nach oben dreht und wir steigende Kurse sehen werden. Für unser Depot, hier sind wir komplett zu 100% investiert. Wir haben maximal 10 Positionen und mit maximal 10% haben wir diese Positionen belegt. Wir haben in den letzten paar Tagen 3 Positionen geschlossen. Ich gehe das gerne einmal kurz mit Ihnen durch. Wir sind hier rausgegangen aus Exxon, als einfach hier eine starke Korrektur war am Donnerstag. Hatte ich Ihnen hier Gewinnmitnahme empfohlen. Für das Musterdepot sehen Sie hier die Daten, die ich kurz einfach zusammengefasst hatte. Die hatte ich auch gestern in dem Webinar, was ich gegeben habe, in Zusammenarbeit mit Lynx Brokers. Hier habe ich eben diese Daten mit verwendet und diesen Trade mit als einen Beispieltrade genannt, dass man innerhalb von kurzer Zeit hier 35% Gewinn machen kann, beziehungsweise pro Kontrakt einen Gewinn von $190. Auf die Option gerechnet natürlich $1,90, aber pro Kontrakt mit 100 Optionen, die wir bewegen, sind das $190. Gut, also hier aus Exxon sind wir mit Gewinn raus. Es war mir einfach zu heikel. Wir hatten zwar hier noch steigende Kurse, auch steigendes Volumen, aber dann Seitwärtsbewegung und dann ging es sehr stark ab. Hier wollte ich einfach den Gewinn sichern. Stochastik zeigt es auch nach unten. Hier wusste man ja, weiß man im Vorfeld nicht, wie weit es noch weiter nach unten geht. Und ich wollte ganz einfach nicht riskieren, dass es hier bis auf die 22-Tageslinie auf die $90 geht. Das wäre einfach zu schade gewesen für unseren Gewinn. Das gleiche bei Visa. Für Visa war hier die Luft auch relativ dünn geworden, und zwar schon in den letzten paar Wochen. Visa bewegte sich nur seitwärts, korrigierte dann auch recht stark, dass auch ich hier einfach sagte, nehmen Sie Gewinne mit. Für das Musterdepot war es auch ein ziemlich dünner Gewinn von 2 oder 3%.
Hier galt es aber auch ganz einfach. Hier stochastikmäßig sah es eben auch ziemlich duster aus. Da wollte ich nicht riskieren, dass wir hier ins Minus laufen. Time Warner hat uns einen wunderbaren Gewinn gebracht. Time Warner, wenn ich mir das nochmal kurz angucke, bei mir vom Logbuch her, da habe ich 26%. Wir sind eingestiegen am 6.9. Das war hier. Und wir sind ausgestiegen eben am Donnerstag. Hier sind wir raus. Für das Musterdepot ja, waren das 26%. Dann unsere laufende Position gehe ich jetzt einfach auch mal von unten nach oben, gehe ich einfach mal durch. Neueste Position ist Silver Wheaton, sind wir rein. Ging auch hier wunderbar nach oben gestern wieder. Hier sehen Sie Fibonacci-Zahlen 100%, hier ganz kräftig nach oben ausgebrochen, auch mit starkem Volumen. Dann erstes Kursziel erreicht, Seitwärtsbewegung, Korrektur dies Anfang dieser Woche. Test wieder auf 100% bzw. auch auf die 22-Tages-Linie. Auch hier Trendlinie hat sich herausgebildet. Hier deutet also jetzt alles auf weiter steigende Kurse nach oben hin. Hier haben wir wieder steigendes Volumen. Stochastik dreht auch wieder nach oben. Hier peilen wir erstmal hier so diese $44 an und danach sehen wir weiter. Silber hatte hier auch starke Seitwärtsbewegung, ja, und auch hier Korrektur geht wieder nach oben. Wir haben insgesamt für Edelmetalle und für die Goldminenaktien oder insgesamt für Minenaktien haben wir ein sehr gutes Umfeld. Deswegen, auch wenn mal so eine Korrektur kommt oder auch Seitwärtsbewegung, hier bleiben wir drin, weil wir das ganz einfach langfristig sehen. Royal Gold, ja, hatte auch sehr stark nachgegeben, erst am Anfang der Woche. Und ich sagte Ihnen ja schon in der Wochenausgabe am Mittwoch, dass hier Korrekturen von mehreren Dollar bei Royal Gold sehr wohl mal drin sein können. Aber wir uns keine Gedanken machen brauchen, weil die dann auch wieder dementsprechend kräftig steigt. Und Sie sehen es, gestern stieg die Aktie also fast 5%, hier um $4,58. Da haben wir also all das, was wir verloren hatten, haben wir schon wieder gut gemacht und wir sind auch mittlerweile gut im Plus. Kleines Sorgenkind haben wir hier Pepsi. Pepsi ist ja seitwärts, aber nun endlich hoffe ich doch mal, dass es wirklich nach oben schafft. MACD, jetzt bleibt ja wohl der MACD dann auch im Kaufsignal. Wir sind oberhalb $70, das hier ist eine ganz starke Unterstützung. Nun geht es ganz einfach darum, dass wir hier nach oben hin die Widerstände, ja, nach oben durchbrechen und hier wieder in den alten Trendkanal reinkommen. Und wenn wir hier erstmal wieder drin sind, dann sehen wir auch sehr schnell $75 und weiter nach oben. Pepsi ist einfach eine, ja, konservative Position, in der wir es einfach ausspielen, dass eine defensive Aktie auch bei Kurskorrekturen relativ stabil bleibt. Und Sie sehen es hier auch, dann kann sich das auch schon mal in einer Seitwärtsbewegung bemessen, aber danach geht es auch wieder beständig nach oben. Limited Brands hatte leider auch sehr stark korrigiert in den letzten Tagen, aber auch hier rechne ich damit, dass es wieder weiter nach oben geht. Wir sind oberhalb der 22-Tages-Linie und Stochastik hat eben auch einfach das jetzt alles abgebaut, wird sehr schnell wieder nach oben drehen. Kimberly Clark, hier sind wir eindeutig auf dem aufsteigenden Ast. Nächstes Ziel sind hier die 86,80, was den Fibonacci Extensions bei 200% entspricht. Die Goldmine IAM Gold. Ja, Goldminen, wie gesagt, glänzendes Umfeld im Moment. So eine Korrektur, wie wir es jetzt hier gerade hatten, können wir da gelassen zusehen und hier geht es weiter nach oben. Gold selber, hier der ETF, ja,
Auch sehr starke Korrektur die letzten Tage, aber wieder weiter nach oben. Budweiser hatte mich auch erstaunt, dass er doch relativ stark hier in, vor allen Dingen auch gestern korrigierte, sich dann aber im Laufe des Tages wieder erholte. Wichtig ist, wir sind hier mehr oder weniger noch in diesem Aufwärtstrendkanal drin, auch oberhalb der 22-Tages-Linie. Da können wir im Moment jetzt hier auch, dass der MACD mal unterhalb ist, können wir da einfach negieren. Ich rechne hier dennoch weiter mit steigenden Kursen. Budweiser ist eben auch einfach aus einem defensiven Bereich, Konsumerbereich. Hier wird es auch weiter nach oben gehen. Dann ein Biotech-Unternehmen, Amgen. Hier rechne ich auch wieder mit steigenden Kursen. Sie sehen hier Test auf 50 Tageslinie, dann auf 22 Tageslinie aufgesetzt. MACD hier ganz eindeutig im Kaufsignal, sogar unterhalb der Nulllinie. Hier haben wir ein sehr starkes Kaufsignal. Also und hier, wenn er erstmal über diesen Widerstand, hier das letzte Swing hoch, was bei ca. $85 liegt, da hier drüber sind, dann geht es hier sehr schnell rauf bis 87, 50 und $90. Das war's jetzt im Schnellüberblick die vergangene Woche. Sie haben so jetzt nochmal einen Komplettüberblick über die geschlossenen Positionen und über die laufenden Positionen. Für die nächste Woche muss ich Ihnen sagen, dass ich dort unterwegs bin auf einer Studienreise. Selbstverständlich beobachte ich die Börse weiterhin. Am Mittwoch ist Feiertag in Deutschland. Das heißt, auch mein Redaktionsteam gönnt sich dann eben einen Feiertag, einen freien Tag. Das heißt, die Wochenausgabe wird dann am Donnerstag an Sie rausgehen. Und für den Freitag wird es dann kein Video geben, weil Sie haben ja dann Donnerstag erst ganz aktuell die Besprechungen, alles so, dass am Freitag dann nicht gleich nochmal ein Video mit Besprechung notwendig ist. Und es für mich eben auf Reisen auch nicht so einfach ist, dementsprechend das Video aufzunehmen. Von daher seien Sie trotzdem versichert. Nächste Woche sind Sie und das Musterdepot trotzdem gut umsorgt, was den Optionshandel angeht. Und ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende. Bis nächste Woche. Eine gute Zeit.